Also größerer Abschnitt 2, werden wir wahrscheinlich auch mehr als jetzt den Rest der heutigen Vorlesung brauchen, werden wir uns mit dem konzeptuellen Datenbankentwurf beschäftigen. Und ich habe schon so einen Ausblick gegeben, im Prinzip werden wir uns das am Beispiel des Entity-Relationship-Modells anschauen und fragen, was gibt es denn in diesem Entity-Relationship-Modell so und wie benutzt man es, um die reale Welt zu modellieren. Also im Prinzip ist ein Datenbankentwurf Modellbildung, deswegen heißen die Dinge auch alle irgendwie Modell. Und in dieser Modellbildung muss ich jetzt eben erstmal versuchen, die Struktur zu erkennen in dem Teil der Welt, der mir als Aufgabe gegeben wurde. Also wenn jemand sagt, entwickeln Sie mal bitte eine Datenbank, in der, wie viele von Ihnen spielen Schach? In der Schachpartien gespeichert sind. Dann hätten Sie vielleicht irgendwie eine Idee, was eine typische Partie ausmacht an Informationen. Also Sie wissen vielleicht alle, Schach ist ein Zwei-Personen-Spiel. Gibt also jemanden, der hat die weißen Steine gehabt, jemanden, der hat die schwarzen Steine gehabt. Könnte interessant sein, das in die Datenbank reinzuschreiben, wer in welcher Partie weiß und wer in welcher Partie schwarz hat. Interessant könnte dann auch irgendwie sein, zu fragen, was wurden denn für Züge, in welcher Reihenfolge gespielt. Die Reihenfolge könnte interessant sein, um die Partie dann wieder nachspielen zu können. Und vielleicht ist auch noch wichtig, wann hat es stattgefunden, welche Uhrzeit, vielleicht sowas wie Bedenkzeitverbrauch pro Zug. Wie ist die Partie überhaupt ausgegangen? Hat jemand gewonnen oder nicht? Hat das einen Einfluss auf irgendwas Wichtiges? Ist jemand dadurch Weltmeister oder nicht geworden? Solche Geschichten könnten interessant sein. Und die Frage ist, was muss man dabei jetzt alles für Schritte in diesem Prozess durchführen? Oder so das klassische Beispiel, was immer in der Vorlesung wiederkommen wird. Jemand gibt Ihnen die Aufgabe, den Bibliotheksbestand in der Datenbank abzulegen oder irgendwie den Universitätsbetrieb. Tut mir leid, dass das immer wieder kommt, aber vielleicht ist das was, da finden Sie sich manchmal wieder. Da nicht jeder von Ihnen Schach spielt, ansonsten hätte ich Schachdatenbanken vielleicht als Beispiel irgendwann genommen. Aber das werden so Beispiele sein, in denen wir uns immer wieder finden und fragen, was gibt es denn in der realen Welt für Studierende als Probleme? Die besuchen vielleicht Vorlesungen, die werden von irgendwelchen Professoren, Professorinnen gehalten oder so. Dazu gibt es Buchempfehlungen, solche Geschichten gucken wir uns an. Also das möchten wir irgendwie modellieren und ins ER-Modell bringen. Und am Ende wollen wir dann fragen, mit so einem Entwurf in einem ER-Modell, probieren Sie auch so ein bisschen praktisch in der Übung dann aus, wenn wir so ein ER-Modell gebaut haben, was habe ich davon? Ja, dann können wir es relativ leicht in ein Relationenmodell übersetzen, ist so die Grundidee. Aber nochmal der Unterschied, das, was wir hier machen, ist Datenbankentwurf, also Modellbildung, das ist nicht Data Mining. Beim Data Mining muss die Maschine irgendwie die Strukturen erkennen. Hier beim Datenbankentwurf ist das die Aufgabe der Entwicklerin, des Entwicklers, des Datenbankmodellierers, die diese Strukturen erkennen müssen, durch Rücksprache mit dem Auftraggeber. Genauso wie bei Softwareentwicklung, irgendwer hat irgendeine Idee, kann die nicht besonders gut ausdrücken und Sie haben jetzt die Aufgabe, das in nicht Software, sondern in ein Datenbankschema zu gießen. Ich erinnere nochmal an das, was wir gesehen haben letzte Woche, ANSI Spark, Schemaarchitektur. Da wollen wir uns jetzt so ein bisschen mal fragen, ob das überhaupt praktisch ist. Also wir hatten so gesehen, irgendwie habe ich es schon ein bisschen ausgegraut, oben gibt es externe Schemata, also die sagen irgendwie aus, wer soll vielleicht später was mit der Datenbank überhaupt anfangen können, also was sehen dürfen und was nicht, auch ganz wichtig. Und dann gab es da sowas wie eine konzeptuelle Ebene in diesem ANSI Spark. Könnte ja sein, dass das jetzt das ist, was wir mit konzeptuellen Datenbankentwurf adressieren. Könnte sein. Ob das das wirklich ist, sehen wir auf der nächsten Folie. Bleiben Sie dran. Nein. Ganz unten gibt es noch das interne Schema, wo ich dann die Frage stelle, wie würde man das denn in dem Maschinenmodell jetzt konkret umsetzen? Wenn Sie sich erinnern, die Idee dieser dazwischenliegenden Schichten war ja genau das zu kapseln, dass nicht jede Anwendung genau wissen muss, wie in einem konkreten Maschinenmodell oder auf einem konkreten Hardware-Typ jetzt irgendwie Daten gespeichert werden. Um die Interpretation der Daten dann wollte man sich nicht kümmern, sondern da gibt es jetzt die Schemata dazwischen, die das kapseln sollen, sodass oben die Sichten kann man sich so ein bisschen als die Anwendung vorstellen, also eine bestimmte Anwendung wird eine bestimmte Sicht haben, und die Anwendung weiß jetzt aber gar nicht mehr, ob die Daten von vorn nach hinten gelesen werden müssen, die Bitstrings, oder von hinten nach vorn oder so beispielsweise. Das hatten wir ja letzte Woche so ein bisschen gekennzeichnet als, man möchte geräteunabhängig sein und nicht geräteabhängig, weil ansonsten jede Änderung ganz viele andere Änderungen hervorruft. In dem Elmasri Nawate-Buch steht jetzt so ein bisschen was zu dem konzeptuellen Schema drin und die sagen im Prinzip, naja, wenn man das machen möchte, ist man eher so auf so einer Art logischer Ebene. Also dieses Konzeptmodell ist so eine logische Ebene und man möchte irgendwie, grün gehighlightet, ein High-Level-Data-Model beschreiben. Also eher in einem Modell, was ich jetzt nicht mit ganz, ganz vielen Worten beschreibe, sondern irgendwie möchte man eine sehr abstrakte Modellbildung durchführen können, ohne sehr viel Text schreiben zu müssen, beispielsweise, meinen die damit.
Wenn man das ein bisschen sich anschaut, was sie da eigentlich sagen, in den verschiedenen Versionen des Buchs, auf verschiedenen Seiten, sagen die im Prinzip, die erste Aussage, die man so ein bisschen rausdestillieren könnte auf Deutsch, dann ist, in einem Datenbanksystem wird das konzeptuelle Schema oft durch ein implementierungsnahes Datenmodell beschrieben. Beispielsweise das relationale Datenmodell. Okay, da waren wir noch gar nicht in der Vorlesung, aber oft, sagen sie, würde man das konzeptuelle Schema relativ implementierungsnah beschreiben. Relationales Modell haben wir im Hinterkopf, irgendwie denkt man über Tabellen nach. Und es ist jetzt schon so, dass ich sage, wahrscheinlich sollte so eine Tabelle dann irgendwie zusammen gespeichert sein, relativ implementierungsnah. Im Entwurfsprozess selbst ist die zweite Aussage, die eigentlich da drin steckt, in dem, was Elmasri und Nawate da schreiben, ist aber dieses implementierungsnahe Modell üblicherweise eins, wo ich sehr viel Semantik in Dinge stecken kann, sodass ich nicht so viel schreiben muss. Also wo man viel reininterpretieren können muss, wo man verstehen muss, was bestimmte, im ER-Modell werden wir einfach nur Boxen malen, was bestimmte Boxen bedeuten. Und wenn man das weiß, kann man relativ wenig Text schreiben und trotzdem ein semantisch reiches Abbild der realen Welt hinkriegen. Die sagen also, das könnte man versuchen. Typischerweise ist das auch so, wie man vorgeht beim Datenbankentwurf. Und ansonsten sagen sie auch, relativ zusammenfassend, wenn ich eine Datenbank beschreibe, High Level, also in diesem Entwurfsprozess, dann möchte ich das eigentlich mit solchen semantisch reichen Modellen machen, wo ich jetzt nicht viel Text hinschreiben muss. Also ich möchte eigentlich keine riesige Spezifikation handschriftlich oder mit einem Rechner oder so schreiben müssen, sondern ich möchte das aufzeichnen können, ganz platt gesprochen. Das ist normalerweise mit einem semantisch reichen Modell dann gemeint. Ich brauche nicht viel, um trotzdem viel auszusagen. Und dann möchte ich eigentlich im nächsten Schritt dieses Modell in implementierungsnähere Formen bringen, sodass ich dann am Ende irgendwann tatsächlich mal die Datenbank im Rechner habe mit konkreten Instanzierungen, also konkreten Tupeln drin. Das könnte manuell passieren, also dass ich als Mensch sage, ich habe das ER-Modell gebaut, jetzt übersetze ich das ER-Modell in Relationmodell. Man könnte aber auch manchmal erwarten, dass es Tool-Support gibt, also irgendeine Werkzeugunterstützung, die hilft, aus dem ER-Modell ein relationales Modell zu machen. Und aus dem relationalen Modell dann tatsächlich irgendwie zu sagen, wie soll es physisch im Speicher liegen. Vom ER-Modell zum relationalen Modell geht man meistens wirklich noch relativ manuell vor, weil man davon ausgeht, dass ich am meisten drüber weiß und die Maschine nicht so viel weiß. Aber sobald ich dann im relationalen Modell bin und konkrete Attribute mit ihren Wertebereichen vorgegeben habe oder so, dann bin ich schon sehr implementierungsnah und sage, okay, das hier sollen Integer-Werte sein, das sollen String-Werte sein. Das erinnert schon ziemlich daran, was man später mal in einer Programmiersprache auch geschrieben hätte. Also der Schritt ist, bei der Modellbildung erstmal mit Modellen zu arbeiten, die viel Semantik in kleinen Fragmenten verstecken können und dann aber hin zu so maschinenimplementierungsnäheren Modellen Schritt für Schritt sich vorzuarbeiten. In dieser ANSI-Spark-Architektur, hat man eben nochmal gesehen, gibt es ein konzeptuelles Schema und eigentlich will ich darauf hinaus, dass das nicht das konzeptuelle Schema ist, was man jetzt tatsächlich direkt entwirft. In der Entwurfspraxis passiert nämlich Folgendes, man hat irgendwie jemanden, der einem diese Realweltausschnitte präsentiert. Meistens, wenn sie später irgendwo angestellt sind, sind das irgendwelche Kunden oder eben der Chef, der sagt, ich brauche mal eine Datenbank für X. Und X ist dann der Ausschnitt der realen Welt, der modelliert werden soll. Der erste Schritt ist, dass man über Modellbildung zu so einem konzeptuellen Schema kommt. Das ist aber nicht dasselbe konzeptuelle Schema wie im ANSI Spark. Das heißt nur ein konzeptuelles Schema, Name Clash, aber es ist eher auf einer sehr High-Level-Ebene, also in so einem ER-Modell beispielsweise. Es ist jetzt nicht so, dass man damit konkret direkt was implementieren könnte. Wenn man das tatsächlich dann näher bringen möchte an eine Implementierung, würde man aus diesem konzeptuellen ER-Modell was Logischeres, also was eine Ebene tiefer in Richtung Implementierung liegendes, ein bisschen Mengen- und Logikorientierteres machen, das Relationenmodell beispielsweise. Das ist dann schon eher das, was man vielleicht zwischen diesen Sichten und dem eigentlichen physikalischen Schema ansiedeln würde. Also das, worauf ich hinaus will, ist, das konzeptuelle Schema, was wir jetzt entwerfen, ist gar nicht das konzeptuelle Schema, was es in dieser ANSI-Spark-Drei-Schichten-Architektur gibt, sondern aus dem konzeptuellen Schema wird dann das logische Schema und eigentlich ist das das, was in dem ANSI-Spark-konzeptuelles Schema heißt. Also praktisch macht man ein bisschen was anderes, als die Leute da irgendwann mal in diesem Drei-Schichten-Modell sich gedacht hatten. Wenn das nochmal daneben liegt, jetzt sieht es so ähnlich aus, ne? Nur dass hier steht hier konzeptuelles Schema und bei mir steht jetzt hier logisches Schema. Also im Datenbank-Vorlesungsprozess werden wir ein konzeptuelles Schema bauen, das ist aber nicht das, was ich zwischen die Sichten und das physikalische Schema lege, sondern eher ein Schritt davor.
Ein kleines bisschen anders, am Ende ist es aber doch sehr, sehr ähnlich. Also wir haben schon drei Schichten, das hier ist, ich verlasse die Schicht nicht, aber ich benenne es ein bisschen anders. Und vieles davon, das sollen diese Männchen oder Strichfigürchen hier andeuten, vieles davon ist manuell. Also diese Modellbildung mache ich manuell und die Übersetzung in das logische Schema, was dann das Äquivalent zu dem konzeptuellen Schema in der ANSI-Spark-Architektur ist, das macht man eigentlich normalerweise auch manuell. Und beim Rest, also Übersetzen des logischen Schemas in ein physikalisches Schema, da kann ich dann meistens gut auf Automatismen, Werkzeugunterstützung setzen. Und beim tatsächlichen Definieren dieser Sichten aus meinem logischen Schema auch. Deswegen stehen da jetzt keine Strichfiguren mehr dran an diesen Pfeilen. Das ist oft was, wo ich dann sage, ich bin fertig, ich habe das Relationmodell gemacht, Implementierungsding, bitte tu dein Werk automatisch. So ein bisschen habe ich natürlich auch darüber nachgedacht, wenn man über die Relationen nachdenkt, dass ich noch sage, wie greife ich typischerweise auf so eine Relation zu? Ne, angenommen, die hat jetzt 10 Attribute. Die typischen Zugriffsattribute, also nach denen ich zum Beispiel Anfragen stelle, sind das erste und das fünfte. Dann würde ich vorschlagen, dem System auch schon beim Nachdenken über das logische Schema, vielleicht auf das erste und fünfte Attribut einen Index zu legen. Index ist immer was, womit ich möglichst schnell alle Einträge aus so einer Tabelle mit einem bestimmten Wert zurückbekomme. Damit ich nicht über jedes Tupel drüber gehen muss, könnte es sein, dass ich dann sage, ja, ich hätte schon gerne einen Index auf dem ersten und fünften Attribut, weil ich erwarte, dass später im laufenden Betrieb dass die beiden sind, über die ich normalerweise auf die Relation zugreife. Also so einen Tipp darf ich schon geben, aber dann tatsächlich die Indexstrukturen, wie sie konkret aussehen, das macht dann das System für mich, was es da jetzt konkret für einen Index dahinter legt. In Datenbanken sieht man häufig sowas wie B-Bäume oder so, falls Sie das schon mal gehört haben. Kommen aber wahrscheinlich in dieser Vorlesung hier nicht so genau mehr dazu. Aber das ist so Theorie, ANSI-Spark, war eine nette Idee, praktisch macht man es nicht genauso, sondern sagt, eigentlich ist das, was ich da in die Mitte packe, dann das Relationenmodell, wenn ich eine relationale Datenbank entwickle. Und der Schritt davor, das konzeptuelle Schema mir auszudenken, das lege ich nicht in diese Drei-Schichten-Architektur, sondern so quasi ein bisschen daneben. Was für Anforderungen soll denn so ein Entwurfsprozess eigentlich erfüllen? Naja, ganz klassisch, ich möchte Informationen erhalten. Also jemand sagt, Ausschnitt der realen Welt, den soll ich in der Datenbank abbilden. Dann ist meistens wichtig, alle Fakten zu erhalten, die da in der realen Welt gelten. Also wenn ich beispielsweise eine Gehaltsdatenbank anlegen soll, dann sollen die Gehälter schon die sein, die tatsächlich in der realen Welt gezahlt werden. Oder wenn ich eine Studierendendatenbank anlege, dann möchte ich die Matrikelnummern halt nicht verhunzen, sondern die sollen halt diese Fakten, die sollen tatsächlich erfüllt bleiben. Und es sollen aber auch Beziehungen zwischen diesen Fakten gelten. Also sowas wie, keine Ahnung, der mit dem höchsten Gehalt in der Firma ist vielleicht der Chef oder irgendwie sowas. Oder keiner verdient mehr als der Chef oder so. Das wäre ja eher eine Beziehung, die dann zwischen diesen eigentlichen faktischen Gehältern, die tatsächlich konkret jemand verdient, die dann da gelten soll. Ansonsten gibt es noch eine ganze Menge informelle Kriterien, die auch nett wären, wenn ich sie im Entwurf berücksichtigen könnte. Also sowas wie keine Redundanz, hatten wir letzte Woche so ein bisschen drüber gesprochen. Redundanz ist im Sinne von, ich speichere dieselben Sachen an verschiedenen Stellen in der Datenbank, eher unglücklich normalerweise. Ich dupliziere die ganze Datenbank eher okay. Also diese Art Redundanz, dass ich das System nochmal irgendwo vorhalte, falls irgendwas Schlimmes passiert, mein Datacenter kaputt geht oder so, dann nochmal ein Ersatz-Datacenter vorzuhalten, ist keine schlechte Idee, aber in derselben Datenbank das konkrete Gehalt irgendwie 10-mal abzuspeichern, ist meistens nicht so eine gute Idee. Also Redundanz möchte ich eher vermeiden. Ich möchte eigentlich vollständig sein, das sind alles so Sachen, die sind nice to have, versteht sich irgendwie, die meisten Sachen sind irgendwie selbsterklärend, aber ich will, wenn ich mit jemandem drüber gesprochen habe, was jetzt wirklich wichtig ist in der realen Welt, dann hat der irgendwie oder die Person mir gesagt, was jetzt wirklich die Anforderungen sind und die möchte ich eigentlich alle in meinem Entwurf berücksichtigen. Sollte ich nichts vergessen. Ich möchte, dass die Beschreibungen konsistent sind, also ich will nicht an der einen Stelle sagen, Gehälter sind in Euro, an der anderen Gehälter sind in Dollar, das wäre nicht konsistent, dann müsste ich irgendwie zumindest sagen, wie die umgerechnet werden. Ich möchte relativ ausdrucksstark sein, also ich möchte eigentlich in meiner Modellbildung all das, was in der realen Welt gilt, irgendwie ausdrücken können, zumindest die wichtigen Sachen. Es soll aber auch verständlich sein. Mit verständlich meine ich jetzt wieder semantisch reich, in dem Sinne, dass ich jetzt nicht 3 Seiten Text Erklärung schreiben muss, um ein konkretes Ding zu erklären. Das Modell soll vielleicht so sein, dass viele Sachen da abstrakt drinstecken und wer das Modell versteht, der versteht auch die Semantik dahinter. Die Semantik soll sich formalisieren lassen, also ich möchte irgendwie
das Modell beschreiben können und jemand anders, der auch weiß, wie so ein Modell aussieht, der kann das dann auch lesen, ohne dass ich da viel zu sagen muss. Das wäre ganz nett. Die Dokumente, die ich nebenbei erstelle, wenn ich ein bisschen Text dazu schreibe oder eben Modelle grafisch mache, die sollen verständlich sein, lesbar, wäre ganz nett. Und es soll natürlich auch alles quasi schneller und bunt sein, also erweiterbar, modularisierbar, wiederverwendbar und ich möchte alle möglichen Werkzeuge einsetzen können. Das wäre nett. Also eine lange Wunschliste, ob immer konkret alles zutrifft, werden wir dann im konkreten Anwendungsfall sehen. Was kennen Sie denn für Entwurfsmechanismen aus der Softwaretechnik? Haben Sie schon mal irgendwas da in der Softwaretechnik gehört? Was gibt es so für Entwurfsprinzipien? Also mir würden vielleicht 3 oder so einfallen. Wer weiß mehr? Und welche fallen mir ein? Ratefrage für Sie. Haben Sie schon mal Software entwickelt nach so einem Entwurfsdesignprozess? Haben Sie das Wasserfallmodell schon mal benutzt? Fanden Sie das gut? Wir benutzen das Wasserfallmodell hier. Yay! Also eins der ältesten Softwaretechnik, oder nicht wir, aber das ist so das Klassische, wie man Datenbankentwurf durchführt. Was gibt es denn noch so, außer dem Wasserfallmodell? Ja? Agil, genau. Agil wäre nett, aber relationale Datenbanken sind aus den 1970ern. Da hat noch keiner an Agil gedacht. Agil wäre nett, ja. Es gibt vielleicht noch das Spiralmodell oder so als so einen Zwischenschritt. Ja. Was ist denn schlecht am Wasserfallmodell? Was würden Sie sagen? Was hat Ihnen da nicht gefallen? Wer hat es schon mal benutzt? Ja? Okay, also Sie sagen, es ist unflexibel, weil man erst plant und dann implementiert und eigentlich nicht nochmal den Schritt zurück macht und sagt, beim Implementieren habe ich gemerkt, die Planung war gar nicht so gut. Genau, das ist das Wasserfallmodell, nicht so flexibel. Für relationale Datenbanken wird es aber üblicherweise eingesetzt. Sie melden sich? Formale Semantik, na, dass ich irgendwie formalisieren kann, was zum Beispiel eine bestimmte Box in meinem Modell heißt. Wenn ich da eine Box male, dann möchte ich Ihnen erklären können, was das bedeutet. Das soll formalisierbar sein. Ich möchte es aufschreiben können und Sie sollen dasselbe drunter verstehen wie ich, wenn ich es Ihnen gut erklärt habe. Beziehungsweise Sie, dem Kunden, dann soll der das auch verstehen können. Geht es um die tatsächlichen Inhalte der Daten? Nee, es geht um die Semantik, die das Modell hat. Also nicht, was tatsächlich, keine Ahnung, dann 60.000 als Gehalt bedeutet, ob das jetzt viel oder wenig ist, nicht diese Semantik, sondern was ein Gehalt ist zum Beispiel. Dass das Personen bekommen können, aber keine Maschinen oder so. Diese Art Semantik möchte man irgendwie in dem Modell drinstecken. Ja. Und die soll ablesbar sein. Genau, aber wir waren bei diesem Wasserfallmodell und es ist quasi die Entschuldigung am Anfang. Wir gehen nach dem Wasserfallmodell vor, weil in dem Entwurfsprozess von relationalen Datenbanken das Übliche ist. Mit allen Nebenbedingungen, und die wichtigste Nebenbedingung haben Sie implizit auch schon gesagt, dadurch, dass ich am Anfang den Entwurf mache, wenn ich dann später bei der Implementierung merke, so richtig doll war das nicht, gibt es meistens den Schritt zurück nicht. Also das heißt, ich muss mir am Anfang wirklich Gedanken machen, was ich wie in mein Modell packen möchte. Wenn ich am Anfang einen Fehler mache und dann irgendwann erst beim eigentlichen Implementieren feststelle, dass das falsch war, dann wird es teuer. Das ist das große Problem hier. Das heißt, hier ist beim Datenbankentwurf erst nachdenken, dann handeln, wirklich ein ganz, ganz wichtiges Credo. Also man kann gar nicht wirklich zu viel Zeit in den Entwurfsprozess investieren, weil wenn man da was falsch macht, dann wird es später unangenehm. Deswegen gibt es ja im Softwareentwicklungsbereich dann eine ganze Menge andere Vorgehensmodelle, weil die gesagt haben, ja, das wollen wir vermeiden. Im Datenbankbereich hat sich das tatsächlich nicht so eingebürgert. Hier ist noch was, was ich vielleicht gesagt habe oder auch nicht. Was ist Informationserhaltung? Also im Prinzip, wenn ich die Modelle ineinander transferiere, möchte ich nichts verlieren, was eigentlich in der realen Welt galt. Wichtig, im Hinterkopf muss man natürlich immer wissen, das Modell ist natürlich nicht die reale Welt. Also irgendwas werde ich schon verlieren, aber die wirklich wichtigen Zusammenhänge, die sollen im Modell noch abgebildet sein. Das ist die große Kunst, zu erkennen, was ist wirklich wichtig und welche Informationen aus der realen Welt, die sind nicht mehr so wichtig. Dieses Phasenmodell, was wir eben quasi als Wasserfall gesehen haben, sieht jetzt hier nicht so wie so ein Wasserfall aus, aber im Prinzip rauscht es einmal durch. Irgendwo oben ist die reale Welt. Und dann macht man eine Anforderungsanalyse oder auf gut Englisch Requirements Analysis oder sowas. Dann hat man eine Spezifikation. Es ist so ähnlich wie bei einer Software. Ne? Man redet mit dem Kunden, mit der Kundin und sagt, was ist es denn eigentlich konkret, was es sein soll? Ich habe das Gefühl, in der realen Welt, die ich mir vorstelle, wäre dieses oder jenes wichtig. Ist das denn tatsächlich so?
Irgendwann hat man so eine Spezifikation, es könnte auch ein längeres Textdokument sein tatsächlich. Und aus dieser Spezifikation im Dialog mit dem Kunden entstanden, möchte man den konzeptuellen Entwurf bauen. Und der konzeptuelle Entwurf soll jetzt sozusagen die Abstraktion von der realen Welt sein, aber alles Wichtige, was in der Spezifikation stand, berücksichtigen. Klingt so ein bisschen so ähnlich wie klassische Wasserfallmodellbasierte Softwareentwicklung. Aus dem konzeptuellen Entwurf wird jetzt hier bei uns in der Vorlesung immer so ein Entity-Relationship-Schema herauskommen, was im Prinzip Strukturen speichert oder Strukturen modelliert. Also wie hängen Dinge in der Datenbank, wie sollen die zusammenhängen? Was gibt es überhaupt für Objekte, beziehungsweise im Namen steckt Entitäten, welche Dinge in der realen Welt gibt es und welche Beziehungen sollen die haben? Diese Informationen möchte ich als Struktur, Diagramm abbilden können. Man könnte es auch mit einem UML-Diagramm versuchen, das machen wir hier in der Vorlesung nicht. Aus dem konzeptuellen Entwurf, also aus dem ER-Schema, mache ich dann einen Implementationsentwurf, beziehungsweise wir würden sagen den logischen Entwurf, also wie sollen diese Entitäten und Relationen in Tabellen umgesetzt werden. Das ist dann die logische Datenbankstruktur. Welche Tabellen gibt es, wenn man relational denkt? Und dann am Ende wird irgendwann der physische Entwurf stattfinden, wo man halt sagt, okay, für welche Attribute in welchen Tabellen hätte ich denn gern wahrscheinlich Indexe und was soll vielleicht wo wie verteilt liegen. Das ist jetzt nicht mehr unbedingt eine Modellbildung, die ich als der Entwickler, der oben den konzeptuellen Entwurf macht, durchführe. Also nicht, muss nicht immer eine Person sein, die das komplett durchläuft, sondern vielleicht eher Spezialisten. Vielleicht gibt es jemanden, der kann ganz besonders gut ER-Modelle in Relationenmodelle übersetzen. Das muss aber nicht unbedingt dieselbe Person sein, die dann aus dem Relationenmodell den tatsächlichen physischen Entwurf macht und den implementiert. Also physisch ist sehr maschinennah, reale Welt ist meistens nicht sehr maschinennah. Und irgendwo dazwischen gibt es jetzt verschiedene Schichten, die wie so ein Wasserfall, also erst das eine, dann das nächste. Und Sie sehen nicht so direkt eine Rückkopplung von unten nach oben. Das ist so das klassische Problem beim Wasserfallmodell, was sich aber noch in der Datenbankwelt ziemlich gehalten hat. Was passiert, wenn man sich überlegt, welchen Einfluss die reale Welt worauf hat? Naja, so auf die obersten Ebenen würde es die Informationsstruktur sein. Also irgendwie Strukturen, die in der realen Welt existieren, möchte ich in der Anforderungsanalyse und im konzeptuellen Modell wiederfinden. Und in den weiter unten liegenden Sachen ist mir diese Struktur gar nicht so wichtig. Das wird sich automatisch ergeben, dass ich sage, aus dem konzeptuellen Modell möchte ich ein Relationenmodell machen, was dieselben Informationen beinhaltet. Aber ich habe irgendwie Datenverarbeitungsanforderungen. Also ich weiß, in der realen Welt frage ich ganz oft Gehälter an, dann muss ich eigentlich davon ausgehen, dass ich dafür einen Index habe, weil es nur dann schnell geht. Also diese Verarbeitungsanforderungen, die ich irgendwie mitbekomme, die haben für das konzeptuelle Modell keinen Einfluss, da mache ich überhaupt keine Aussage darüber, worauf gibt es einen Index und wie sieht der Index aus. Das kommt dann eher erst weiter unten. Es ist aber eben manchmal auch wichtig zu sagen, die Datenverarbeitungsanforderungen, Gehalt wird ganz wichtig sein, dann weiß ich, in dem konzeptuellen Modell muss ich irgendwie Gehalt drin haben. Ansonsten habe ich die wichtige Information vergessen. Aber die tatsächliche Strukturierung der realen Welt, die hat nur einen Einfluss auf den obersten Ebenen. Und wenn ich jetzt das Datenbankmanagementsystem frage, wo hat das einen großen Einfluss? Naja, beim implementierungslogischen Entwurf, da hänge ich dann so ein bisschen davon ab, welches konkrete Datenbankmanagementsystem ich nehme. Also nehme ich jetzt IBM DB2 oder Oracle oder MySQL oder so. Das ist dann schon das Ding, wo vielleicht auch der SQL-Dialekt manchmal sich ein bisschen ändert, wo ich dann beim logischen Entwurf dran denken muss. Und ganz unten hat natürlich das Datenbankmanagementsystem schon auch irgendwie einen Einfluss. Also in welcher Art wird ein Index gebaut? Was für eine konkrete Ausprägung von B-Bäumen oder so implementiert jetzt System X? Und eben auch, was für eine Hardware ist es denn eigentlich, mit was für einem Betriebssystem? Das hängt ja dann auch sehr damit zusammen, wie die Daten tatsächlich auf einem Speichermedium abgelegt werden und wie sie da wieder ausgelesen werden können. Und auch, zumindest für sowas wie, was wir heute ganz am Anfang gesehen haben, Anfrageoptimierung ist schon auch wichtig, wie groß sind die Caches und was wird üblicherweise wo gecached? Das kann ich schon beim Anfrageoptimieren auch irgendwie mit berücksichtigen, dass ich sage, auf manche Sachen kann ich schneller zugreifen, weil die eben näher am Prozessor liegen als auf andere. Aber das ist eigentlich nicht wichtig für den konzeptuellen Entwurf, mit dem wir uns jetzt am Anfang beschäftigen. Das wird erst später wichtig, wenn ich dann sage, wie konkret setze ich es in der Datenbank System X mit Software Y um. In diesen Phasen hier, da könnte man theoretisch noch ein bisschen genauer reingucken, wenn Sie zum Beispiel das Heuer-Sachke-Buch sich mal anschauen, da gibt es diesen konzeptuellen Entwurf, den wir jetzt so ein bisschen genauer uns anschauen werden, mit noch verschiedenen
Schichten oder verschiedenen Phasen, sagt, okay, als erstes entwerfen wir Sichten und wir werden die Sichten analysieren und in die Sichten integrieren. Das machen wir hier nicht. Aber wenn Sie so ein Buch lesen, manchmal ist das so, dass Sie da noch ein bisschen genauer aufgedröselt werden. Manchmal denkt man vielleicht auch hier schon bei der Modellbildung drüber nach, dass das alles ein bisschen sehr groß wird. Also so eine Datenbank, kommt drauf an, was man modelliert. Ist es jetzt eine kleine mittelständische Firma, für die man irgendwie Gehaltsliste macht, oder ist es irgendwie eine Repräsentation von allen gerade lebenden Menschen auf der Welt? Das sind halt unterschiedlich viele Tupel, die ich dann speichern will. Kriege ich wahrscheinlich das eine noch auf einem kleinen Telefon hin und das andere nicht. Dann muss man über Verteilung nachdenken. Das ist aber noch nichts, wo man direkt im konzeptuellen Modell drüber nachdenkt. Also dass man sich fragt, welchen Teil der Datenbank lagere ich auf Maschine X und welchen auf Maschine Y. Das passiert dann später in der Zwischenschicht zwischen konzeptuellen und logischem Entwurf, dass man sich fragt, okay, ist vielleicht so eine Relation, die ich jetzt hier bauen will, insgesamt zu groß, um sie überhaupt mal auf einer physischen Maschine abzuspeichern? Dann muss ich mir vielleicht schon beim Übersetzen vom konzeptuellen Entwurf in das eigentliche Relationmodell nochmal Gedanken machen, wie ich die aufsplitten kann. Kommen wir später an der einen oder anderen Stelle nochmal in einem Nebensatz dazu. Gucken wir uns bei dem Phasenmodell mal die Phasen der Reihe nach an. Also wie gesagt, geht wasserfallmäßig durch. Die Grundidee ist nicht, dass man nochmal zurückgeht, sondern sobald man das Konzept gebaut hat, übersetzt man das Konzept dann in ein logisches Modell. Und wenn man dann feststellt, es war nicht gut, dann wird es teuer, weil man eigentlich wahrscheinlich ein bisschen Arbeitszeit ins Konzept investiert hat, aber es ist eben nicht in dem Sinne agil, dass ich ständig wieder zurückgehen kann und dann von vorne anfangen. In der Anforderungsanalyse, die üblicherweise der oberste Prozessschritt ist im Phasenmodell, ist also das Ziel zu fragen und zu sammeln, was sind denn von dem Kunden, beispielsweise bei einer Firma, wo es über Gehälter geht oder so, was sind denn die Informationsbedürfnisse von verschiedenen Abteilungen? Beispielsweise die Personalabteilung hat wahrscheinlich ein anderes Bedürfnis, mit Gehältern umzugehen, als die Entwicklungsabteilung, wo das Gehalt vielleicht gar nicht so wichtig ist. Oder verschiedene Benutzergruppen. Also wenn ich jetzt an so ein Bibliotheksding denke, soll denn tatsächlich Bibliothek von der Universität oder so, soll denn tatsächlich ein Student, der da Bücher üblicherweise nur entleiht, auch in der Lage sein, so ein Buch aus der Bibliothek zu löschen? Nee, will man wahrscheinlich nicht, das sollen eher die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Also, dass man so überlegt, wer darf denn was? Anforderungsanalyse. Das Ergebnis ist üblicherweise so eine informelle Beschreibung in natürlicher Sprache, die sowas auflistet wie, was sind typische Aufgabenstellungen, die ich habe? Also wer soll was können? Man würde sowas vielleicht jetzt so auf Neudeutsch User Stories nennen oder so. Irgendwie in der Rolle X möchte ich dieses, jenes tun können. Oder Use Cases. Also typischer Anwendungsfall für diese Datenbank wird sowas sein. Und dann vielleicht in Form von Texten oder Tabellen oder Formblättern oder Maskenentwürfen oder so sowas, also so Mockups oder so, dass ich sage, wenn ich in der Rolle X auf die Datenbank zugreife, dann soll das im Prinzip so aussehen, was ich dann zurückbekomme. Das sind so typische Sachen, wie man diese Modellierung durchführen wird. Also es ist schon so, dass man Text schreibt und vielleicht auch mal Tabellen, aber die Tabellen sind jetzt nicht die Tabellen, die ich später mit den Relationen assoziiere. Wenn ich einfach so aufschreibe und sage, wenn ich in der Rolle bin, dann möchte ich das können. Vielleicht habe ich es in eine Tabelle gepackt. Bei dieser Anforderungsanalyse ist es so ähnlich wie beim Softwareentwickeln auch, dass man Daten und Funktionen voneinander trennt. Und für eine Datenbank konzentriert man sich üblicherweise auf die Datenanalyse. Die Funktion ist dann eher was vielleicht softwaretechnisch umgesetzt werden soll. Also Funktionsanalyse würde man typischerweise beim Entwurf von einem relationalen Datenbankmodell irgendwie ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, wenn man sagt, die Daten sind ja das Wichtige hier, ich will nur die Datenbank bauen. Was dann tatsächlich mit der passiert, ist eher ein Softwareentwicklungsprozess. Im zweiten Schritt, im konzeptuellen Entwurf, da kommt dann also die Anforderungsanalyse rein und man fragt sich jetzt, diese Anforderungsanalyse, die vielleicht viel Text und Tabellen und irgendwelche Formblätter und so weiter, irgendwelche gemockupten Interfaces und sowas sind, wie kann ich die denn jetzt so ein bisschen verkürzt, vielleicht ein bisschen grafischer, anschaulicher, semantisch reich, also damit meint man, jemand, der weiß, wie die Notation funktioniert, muss jetzt nicht mehr viel Text lesen, wie kann ich die denn so übersetzen? Und da wird unser Handwerkszeug das Entity-Relationship-Modell sein. Das wird am häufigsten eingesetzt im Bereich von relationalen Datenbanken, deswegen benutzen wir es hier auch. Man modelliert irgendwie Sichten, also bestimmte Abteilungen dürfen mit den Daten der Firma irgendwas machen oder bestimmte Benutzergruppen dürfen in der Bibliothek was machen oder so und sagt dann, okay, was passiert denn mit diesen vorliegenden Sichten, wenn die jemand in diesem
einem Schritt vorher, wo ich gesagt habe, ich schreibe die Anforderungen mal auf. Vielleicht haben es unterschiedliche Leute gemacht. Wenn ich die Anforderungen jetzt mal zusammenpacke und mir diese Sichten genauer anschaue, werde ich eine ganze Menge Inkonsistenzen oder Konflikte feststellen. Sowas wie Namenskonflikte. In der einen Sicht hat es der Modellierer X genannt, in der anderen Sicht der Modellierer Y. Meint man genau dasselbe damit oder halt doch nicht? Ist immer so die Frage, auch wenn man Texte liest, jemand benutzt unterschiedliche Wörter für dasselbe, fragt man sich als Leser immer, ist es wirklich ein Unterschied oder nicht? Anderes Problem, also das wären Synonyme als Problem, wenn ich unterschiedliche Wörter für eigentlich dasselbe Ding benutze. Anderes Problem könnten Homonyme sein, also Wörter, die verschiedene Bedeutungen haben können, egal, also je nachdem, wie man sie ausspricht oder wie man, manchmal haben sie dieselbe Aussprache, dasselbe Wort, so ein Klassiker, sowas wie Jaguar, meint man damit Autos, Katzen, Flugzeuge, Sportteams oder so, alle nennen sich irgendwie Jaguar. Die Klassiker sind wahrscheinlich Auto und Katzen, ne? Irgendwie die englische Autofirma und die Katzen, die da im Dschungel leben, sich da verstecken, relativ groß. Das würde man als Homonym bezeichnen, also ein Wort, was die gleiche, wenn man es liest, die gleiche Form hat. Manche sind auch nur homophon, also sowas wie, man spricht sie gleich aus, aber die Schreibweise wäre unterschiedlich. Das ist vielleicht nicht so ein Problem, wenn man die Dokumentation liest, aber Sachen, die denselben Buchstabenreihenfolge haben, Homonyme in der Form, die sind schon problematisch. Muss man immer drüber nachdenken, ob jetzt in diesem Anforderungsanalyseprozess Dinge gleich benannt wurden, die eigentlich unterschiedlich sind. Muss man immer drüber nachdenken. Typkonflikte könnten was sein, also in der Anforderungsanalyse, da habe ich ja nichts irgendwie streng typisiert oder so, und sich überlegen, ob dann verschiedene Strukturen das gleiche Konzept modellieren, also beispielsweise eine Adresse, ist das jetzt einfach ein String, wo quasi Straße und Hausnummer als ein String aufgefasst wird, oder hat das jemand so modelliert, Straßenname ist ein String aus Buchstaben und die Hausnummer ist ein Int-Wert oder irgend sowas. Könnte sein, dass da ein Typkonflikt entsteht, je nachdem, wer es gemacht hat. Wertepreiskonflikte könnte sein, dass ich dann sage, okay, der eine hat gesagt, Gehälter sind Int-Werte, der andere hat gesagt, sind Float-Werte. Was ist es denn nun? Muss ich überlegen, was ist sinnvoller, was brauche ich eigentlich? Manchmal kann ich das eben nicht direkt ineinander umrechnen auch. Könnte Bedingungskonflikte geben, wenn man sagt, in bestimmten Zusammenhängen ist irgendwas erlaubt oder nicht erlaubt. In der einen Sicht ist es erlaubt, in der anderen nicht. Kriegt man es irgendwie hin? So ein drüber nachdenken, wenn man es tatsächlich ins Modell übersetzt oder auch sowas wie, dass man den gleichen Sachverhalt nochmal anders modelliert hat, in der einen Sicht so, in der anderen Sicht so. Also irgendjemand hat einen Teil der realen Welt aufgeschrieben, eine Dokumentation dazu gemacht und irgendjemand damit sich überschneidenden Teil der realen Welt hat die Dinge aber dann gegebenenfalls anders benannt, andere Bedingungen oder so weiter. Also das ist alles ein Problem, wenn man jetzt versucht, ein Modell draus zu machen. Aber das ist in diesem Prozess ja einen Schritt weiter unten und man möchte ja eigentlich, je weiter man in diesem Prozess runtergeht, dass es umso klarer wird, was man eigentlich dann am Ende in die Datenbank legen will. Als dritten Schritt würde man dann sagen, nachdem ich diese ganzen Konflikte versucht habe zu erkennen und hoffentlich alle erkannt habe, mit allen umgegangen bin oder mit denen ich nicht umgehen konnte, dann eine okaye Lösung gefunden habe, dann möchte man es in ein ER-Diagramm packen. Also mit das, was jetzt vorher viele Texte waren oder irgendwelche Mockup-Bildchen oder so, das möchte ich jetzt eigentlich in ein ER-Diagramm bringen. Und so ein ER-Diagramm hat eine relativ klare Semantik, also ist semantisch reich in dem Sinne, dass es gar nicht so viele Sachen gibt, die ich da reinschreibe, aber jedes hat eine relativ starke Bedeutung. Und das ist was, womit man am Ende ganz gut modellieren kann. Ich glaube, das habe ich alles gesagt. Ah ja, Synonym könnte sowas sein wie Haus oder Gebäude, habe ich nicht konkret gesagt, aber ein Typkonflikt könnte auch sein, je nachdem, wenn ich sowas wie Patientendaten habe, die Krankenkasse interessiert sich halt für andere Sachen als jetzt die konkrete Hausärztin oder so. Und ein typischer Bedingungskonflikt könnte sowas sein wie, dass ich in bestimmten Sichten davon ausgehe, dass irgendwas Schlüsselattribute sind, kommen wir später in der Vorlesung nochmal genauer dazu, aber letzte Woche hatten wir schon gesagt, Schlüssel bedeutet im Prinzip Attribut was oder eine Attributkombination, die so ein Tupel eindeutig identifizieren. Vielleicht gehe ich in der einen Sicht davon aus, dass ich etwas Künstliches generiert habe, also irgendwie eine ID. In der anderen Sicht sage ich aber, keine Ahnung, Name, Vorname wird wahrscheinlich schon ein Schlüsselattribut sein. Also Schlüsselattributkombination. Die Frage ist, was ist denn tatsächlich richtig? Name, Vorname ist es meistens nicht. Im nächsten Schritt, also wir haben das konzeptuelle Modell, würde ich jetzt sagen, okay, ich habe irgendwie so ein R-Modell, gucken wir uns nachher konkreter an, aber stellen Sie es schon mal so vor, als irgendwie ein Diagramm aus Boxen und Linien, die diese Boxen verbinden und Knubbel dran, kommen wir heute noch ein bisschen genauer dazu. Angenommen, ich habe das,
Jetzt möchte ich fragen, wie sollte ich es denn verteilen? Ich erkenne irgendwie, das wird insgesamt zu groß werden. Beispielsweise bin ich irgendwie ein großer Online-Händler und ich möchte mir zu all meinen Kunden irgendwie merken, was haben die so bestellt, wo wohnen die und wann sehe ich die normalerweise im System oder so. Und ich stelle fest, irgendwie habe ich zu viele Kunden, um das auf einem Serverknoten abzuspeichern. Ich habe also irgendwie so eine Relation wie zu meinen Kunden merke ich mir eine Kundennummer, also schon mal was wahrscheinlich künstlich generiert ist, was eindeutig bezeichnet sein soll. Den Namen vielleicht als Kombination von Name, Vorname, irgendwie die Adresse, Postleitzahl und vielleicht sowas wie ein Kontostand oder so und vielleicht Bestellhistorie. Aber irgendwie stelle ich fest, es wird zu groß. Wenn es zu groß wird, muss ich jetzt irgendwie mit der Tabelle was machen. Also wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, dass diese Tabelle am Ende irgendwo im Speicher liegen soll und ich stelle fest, das wird wahrscheinlich zu groß, dann muss ich es verteilen. Dann muss ich die auseinandernehmen. Jetzt habe ich mindestens zwei Möglichkeiten, so eine Tabelle zu zerlegen. Ich kann sagen, ich zerlege sie horizontal. Also ich stelle mir die Tabelle irgendwie als Eintragsreihenfolge vor, also als Zeilen. Jede Zeile ist eine Tupelkunde. Könnte ich sagen, irgendwo horizontal schneide ich durch. Ich merke mir in der einen auf dem einen Rechenknoten alle Kunden, die eine Postleitzahl, in dem Fall hier habe ich hingeschrieben, kleiner 50.000, kleiner gleich 50.000 haben. Auf dem anderen Knoten merke ich mir alle anderen, die größeren Postleitzahlen haben. Habe ich horizontal geteilt, meine große Tabelle. Ich könnte aber auch sagen, warum horizontal? Ich schneide einfach mal vertikal durch. Auf dem einen Knoten speichere ich mir Namen, Adresse und Postleitzahl von dem Kunden. Und auf einem anderen Knoten speichere ich mir den Kontostand, weil die so riesig sind oder keine Ahnung was. Also auf jeden Fall passt das nicht mit rein. Jetzt habe ich vertikal geteilt. Also ich habe einfach die Tabelle einmal so durchgeschnitten oder einmal so durchgeschnitten. Und je nachdem, wofür ich mich entscheide, muss ich dann später, wenn ich auf Kontostände zugreifen will, sagen, was muss ich denn machen? Wenn ich einfach mal alle Kontostände zusammenaddieren will, ich habe sie gesehen, ich nehme sie gleich dran, wenn ich alle Kontostände zusammenaddieren will, muss ich hier in dieser vertikalen Teilung nur bei einem Knoten drüber gehen, über die Spalte, die ist ja komplett auf dem einen Knoten. Wenn ich alle Kontostände bei der horizontalen Verteilung addieren will, muss ich alle meine Knoten ansprechen, wo ein Stück von der Tabelle liegt. Könnte also später effizienzmäßig das eine oder das andere vorteilhaft sein. Sie hat eine Frage? Ja, wäre nett. Also die Frage ist, ob das Datenbankmanagementsystem das nicht auch hinkriegen sollte. Vielleicht ja, aber wenn ich jetzt beim Entwurfsprozess schon feststelle, dass irgendwas wahrscheinlich sehr groß ist, dann sollte ich mir schon Gedanken machen, wie ich es verteile. Und dieses, ich möchte es gerne horizontal oder vertikal verteilen, das kann schon Sinn machen, das vorher festzulegen und nicht dem Managementsystem zu überlassen, weil ich vielleicht sage, ich möchte immer alles zu einem Kunden auf einer Maschine zusammen haben, weil ich später weiß, dass ich ganz oft nach diesen Sachen fragen werde. Und in dem Moment, wo ich diesen Entwurf umsetze, weiß das Datenbankmanagementsystem ja eigentlich noch nicht viel. Wenn ich dann das Ding 10 Jahre benutzt habe, dann weiß das Datenbankmanagementsystem wahrscheinlich mehr, als ich im Entwurfsprozess wusste, weil es einfach aus dem, wie wird das Ding benutzt, lernen kann und sehen kann, ja, die Leute fragen eigentlich ständig nur nach aggregierten Kontoständen von allen Kunden zusammen. Also würde ich das eigentlich wahrscheinlich auf einen Knoten lagern, damit ich nicht immer alle damit beschäftige oder so. Oder vielleicht könnte das Datenbankmanagementsystem genau zum umgekehrten Schluss kommen und sagen, ich teile trotzdem horizontal, weil dann jeder Knoten, wenn er Kontostände aggregieren muss, nur ganz wenige aggregieren muss und es geht dann halt schneller. Also das ist dann aber so diese Optimierung, die dann später wahrscheinlich erst das Datenbankmanagementsystem durchführen kann, wenn es genug Informationen über die eigentliche Benutzung der Datenbank hat. Wir sind ja jetzt im Moment noch in einem Entwurfsprozessschritt, wo wir das Ding noch gar nicht haben. Es gibt die Datenbank noch nicht. Ich denke nur drüber nach, wie sie aussehen könnte. Und in dem Moment muss ich das eher manuell machen, dass ich sage, ich hätte die Idee, wir teilen es mal horizontal. Oder ich habe die Idee, wir teilen es vertikal, weil. Und später wird das Datenbankmanagementsystem eventuell zu einem anderen Schluss kommen und mir mal womöglich sagen, hier als Datenbank-Maintainer oder so, ich hätte die Idee, ganz vorsichtig, wenn wir es anders teilen, geht alles schneller. Aber im Entwurfsprozess habe ich die Informationen noch nicht. Da muss ich drüber nachdenken, wie es wahrscheinlich sein wird. Das ist ja auch dieser Modellierungsschritt, dass ich mich frage, was ist denn dieses Anwendungsszenario für meine Datenbank? Und darauf zurückgreifen werde ich wahrscheinlich irgendwie mich entscheiden, horizontal oder vertikal. Aber es hat halt gewisse Auswirkungen dann auf die spätere Verarbeitung, beispielsweise wenn ich Kontostände eben aggregieren will. Genau, also das ist eher so diese Verteilung bei den meisten Sachen, die wir jetzt hier in der Vorlesung anschauen werden oder vielleicht auch die Sie, falls Sie später Datenbankentwickler, Entwicklerin werden oder so, die Sie im täglichen Benutzung zu tun haben werden, da wird man sich wahrscheinlich gar nicht so darum kümmern müssen.
Ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass es sein könnte. Manchmal sind die Sachen dann doch schnell ziemlich groß. Im logischen Entwurf, also nachdem ich jetzt konzeptuell den Entwurf gemacht habe und mich gefragt habe, okay, will ich es vielleicht gegebenenfalls irgendwie noch unterteilen, weil es sonst zu groß wird. Im logischen Entwurf frage ich jetzt, wie kann ich den konzeptuellen Entwurf tatsächlich so realisieren, dass es eine Datenbank wird? Und hier in der Vorlesung werden wir uns eigentlich immer fürs relationale Modell entscheiden. Aber es gibt auch andere. Das wollte ich nur kurz dann erwähnen, kommen wir gleich nochmal drauf, was es noch so gab oder gibt. Es gibt auch andere, die dann bestimmte Vor- oder Nachteile haben gegenüber dem relationalen Modell. Das, was sich eigentlich weit verbreitet hat, ist das relationale Modell. Wie geht man vor beim logischen Entwurf? Naja, man kann das so halbautomatisch machen. Im Prinzip das konzeptuelle Schema jetzt, also das Entity-Relationship-Modell, irgendwie in Relation umzutransformieren. Also zu sagen, für welche Entitäten oder Kombinationen von Entitäten habe ich denn jetzt tatsächlich die Idee, dass es ein Relationenschema geben soll, also eine Tabelle geben soll, wo ich Attribute quasi drüber stehen habe und die konkreten Tupel dann Zeilen in der Tabelle sein werden. Beim logischen Entwurf, und da werden wir später in der Vorlesung auch nochmal drauf zurückkommen, wird man auch versuchen, das relationale Schema zu verbessern, in dem Sinne, dass man sagt, naja, wir haben vorhin gesehen, es gibt so ein paar Sachen wie, wenn ich beispielsweise vertikal verteile, dann habe ich die Kundennummer eben als Schlüssel und die brauche ich hier an zwei Stellen. Ist das wirklich gut? Habe ich dann viele Daten oder so? Was für Nebenbedingungen handle ich mir vielleicht damit ein? Das ist dann das, wo man sich mit den Normalformen nochmal darum kümmert, ob die Tabellen, die man jetzt aus dem konzeptuellen Entwurf generiert hat, wirklich richtig gut sind oder ob es da gegebenenfalls Probleme gibt. Ein klassisches Problem ist sowas wie Redundanz, dass ich irgendwas an verschiedenen Stellen abspeichere und dann Änderungskonflikte gegebenenfalls habe. Das wollte man mit Normalformen vermeiden. Also man geht mit den Tabellen, die man eigentlich aus dem konzeptuellen Entwurf entwickelt hat, nochmal in so einen Prozess und sagt, ich versuche die noch besser zu machen. Also die Tabellen gegebenenfalls noch zu unterteilen oder irgendwas mit denen zu machen, um die möglichst noch mehr schöne Eigenschaften haben zu lassen. Das Ergebnis, wenn man das gemacht hat, ist dann ein logisches Datenbankschema. Wir würden hier meistens sagen, relationales Datenbankschema, also Tabellen, das Redundanzen weitgehend vermeidet. Weitgehend deshalb, weil man es nicht immer ganz hinkriegt, dass es alles komplett weg ist. Und im Prinzip die Konsistenzbedingungen, die man im Entity-Relationship-Modell mit dazu geschrieben hat, im konzeptuellen Entwurf, dass man die möglichst weitgehend tatsächlich erhält. Geht auch nicht immer. Wenn wir Beispiele sehen, wo es tatsächlich nicht so gut klappt. Aber weitgehend im Sinne von so gut als möglich. Man muss sich wirklich anstrengen, damit es möglichst gut wird. Das ist das Ziel des logischen Entwurfs. Und bei manchen Sachen wird man direkt, wenn man das konzeptuelle Modell schon entwirft, sagen, ja, ich weiß eigentlich, im logischen Entwurf kann ich das so nicht umsetzen, aber im konzeptuellen Entwurf denke ich noch nicht so weit, sondern ich lasse es erstmal so. Das muss der Nächste dann machen, der aus dem Konzept, aus dem Entity-Relationship-Modell das Relationenmodell tatsächlich macht. Also man versucht nicht, die Probleme, die dann weiter unten vorhersehbar sind, schon weit oben zu lesen, sondern man versucht im konzeptuellen Modell bestmöglich die Informationen aus der realen Welt abzubilden und weiß eigentlich im Hinterkopf, okay, wenn ich das dann logisch umsetze, alles kann ich nicht erhalten, Beispiele schauen wir uns später auf den Folien nochmal an, aber ich versuche es erstmal im konzeptuellen Schema nicht vorauszudenken, sondern zu sagen, so sieht das bestmögliche konzeptuelle Schema aus, jemand anders oder ich im nächsten Schritt muss daraus dann das tatsächliche logische Modell machen. Ja, und dann gibt es vielleicht noch den physischen Entwurf, wo man sagt, naja, das Ganze soll ja auch möglichst effizient sein, also ich will möglichst schnell auf Daten zugreifen können, da habe ich mir eigentlich im konzeptuellen Entwurf und im logischen Entwurf nicht so konkret Gedanken drüber gemacht, sondern beim physischen Entwurf fragt man sich jetzt, was wird denn so eine Spalte sein in so einer Tabelle, auf die ich häufig zugreife, dafür bietet es sich an, einen Index vorzusehen und das System zu zwingen, einen Index anzulegen. Irgendwann wird das System womöglich, geht nochmal auf die Frage zurück, die da vorhin kam, irgendwann wird das System möglichst wahrscheinlich selber merken, dass ich häufig auf bestimmte Attribute in so einer Tabelle zugreife und dann irgendwann im Hintergrund mal einen Index dafür anlegen. Aber am Anfang, wenn das System nichts weiß, muss ich ihm unter die Arme greifen und sagen, naja, ich greife schon oft auf Gehälter zu und will alle Mitarbeiter-Tupel haben, die mehr oder weniger als einen bestimmten Wert verdienen. Dann bietet es sich an, da einen Index draufzulegen. Typischerweise wäre das sowas, wo man drüber nachdenkt, wie liegt was im Sekundärspeicher oder wie nah liegen manche Sachen vielleicht auch am Prozessor, also welche Cache-Strukturen gibt es vielleicht, über die ich nachdenken muss, aber ganz klassisch würde man sagen,
wo gehört ein Index hin und vielleicht, wenn ich Sachen, wenn ich davon ausgehe, dass ich Sachen schneller lesen kann, die nah beieinander im Speicher liegen, dann frage ich mich noch, welche Sachen werden denn häufig zusammen angefragt? Und dann lege ich die vielleicht in dieselben Blöcke auf dieselben Speicherseiten oder so, sodass ich, wenn ich eine Speicherseite, einen Speicherblock auslese, dann die Sachen, die zusammengehören, gleich auf einmal gelesen habe. Das wären auch Sachen, über die ich an der Stelle nachdenken kann. Aber so der Klassiker an sich sind Indexe. Wo gehört ein Index drauf und wo nicht? Weil er kostet ja auch Platz, ein Index. Das, was ich mit Platz bezahle, ist so das typische Credo, wenn ich einen Index anlege, kostet mich Platz, ich muss den Index irgendwo hinlegen. Aber was ich mir damit erkaufe, ist Laufzeit. Also um zur Laufzeit schneller zu sein, baue ich einen Index und bezahle also mit mehr Speicher. Tausche also sowas wie Speicher gegen Zeit. Ja, die Kritik hatte ich schon so ein bisschen vorweggenommen. Ne? Das ist dieses Phasenmodell, was wir jetzt so mal einmal durchlaufen haben, so abstrakt, ist halt das Wasserfallmodell. Und das ist überholt. Aber als es eingeführt wurde für Datenbanken, war es halt damals eins der Dinger. Problem ist, von einer Phase auf die Phase davor zu kommen, eigentlich nicht vorgesehen. Praktisch würde man das vielleicht doch schon manchmal machen, dass man so sagt, dass das hier im konzeptuellen Modell ist, das kriege ich aber wirklich nicht in ein Relationenschema oder sowas gepresst. Dann muss man vielleicht nochmal zurückgehen, ist aber eigentlich nicht vorgesehen. Eigentlich ist das ein Problem. Tests werden nicht durchgeführt. Ja, wissen Sie vielleicht aus der Softwareentwicklung, dass es ganz nett ist, ab und an mal Dinge zu testen, weil man bestimmte Fehler vermeidet, die man sonst sehr teuer, sehr spät erst feststellt. Ja, die Wartung selbst ist jetzt hier erstmal überhaupt nicht so richtig berücksichtigt gewesen. Irgendwas inkrementell zu machen ist auch nicht dabei. Also man macht die Planungsphase, bevor man überhaupt irgendwie an ein Konzept oder sowas denkt, macht man die fertig. Ja, das ist nicht praktisch, das hat man schon gesagt. Funktioniert trotzdem eigentlich überraschenderweise ganz gut, weil die meisten, die Datenbanken entwickeln, halt sich mittlerweile damit abgefunden haben, dass man halt am Anfang einmal wirklich genau drüber nachdenken muss, bevor man in die nächste Phase übertritt. Alternativ gibt es auch sowas wie objektorientiertes Denken beim Entwurf von Datenbanken. Das sind dann eher so die Objektdatenbanken, werden wir hier in der Vorlesung nicht so genau thematisieren. Würde dann aber sowas wie Klassendiagramme oder sowas beispielsweise beinhalten, statt Entity-Relationship-Modell oder ER-Diagramme. Oder auch alles das, was es halt später in der Softwaretechnik dann entwickelt wurde. Ja. Könnte man überlegen, ob man es vielleicht mal überträgt. Macht im Moment keiner. Also, oder eher sehr, sehr wenige. Was ist eigentlich dieses Datenmodell, wo wir die ganze Zeit drüber gesprochen haben? Versuchen wir uns mal ein bisschen einer formaleren Definition und sagen, was ist ein Datenbankmodell? Okay, müssen wir erst mal überlegen, was ist ein Datenmodell? Datenmodelle sind also Dinge, die Informationsstrukturen erfassen und darstellen können. Für eine konkrete Anwendung oder einen konkreten Anwendungsbereich. Also wichtig ist, dass ich dabei immer schon mitdenke, was ich eigentlich für eine Anwendung im Kopf habe. Dann sage ich, ein gutes Datenbankmodell für Anwendung X könnte dieses sein. Gutes Modell für was, wo ich eine Datenbank brauche, könnte also ein Datenbankmodell sein, aber das steht jetzt hier quasi implizit schon mit drin. Eine Anwendung könnte irgendwas mit Datenbanken machen und dann brauche ich halt ein Datenmodell, was das gut kann. Beispiele wäre aber auch sowas wie ein Typsystem in einer Programmiersprache. Also wenn ihr streng typisierte Sprachen denken, dann gibt es ein sehr, sehr gutes Typsystem, was mich auch gegebenenfalls auf Fehler gut hinweist. Das könnte ein Datenmodell sein. Oder sowas wie ein Expertensystem, dass ich da sage, gibt irgendwie so eine Wissensbasis und Regeln und logische Formeln, die sowas wie Modus Ponens oder so, was halt sagt, wie ich Dinge ableiten darf, das ist ein Datenmodell für Expertenwissen. Oder ein Grafiksystem, wie ich Dinge repräsentiere, oder sowas wie Semantic Web, RDF, also Subjekt, Prädikat, Objekt, Tripel, ein ganz klassisches Datenmodell. Und in Datenbanken gibt es eben eine ganze Menge auch von Datenmodellen. Eins davon ist das Relationenmodell, was wir die ganze Zeit erwähnt haben, aber es gibt auch noch ein paar Vorgänger, sowas wie das hierarchische Modell oder das Netzwerkmodell, hat sich nicht durchgesetzt. Irgendwann kam das Relationenmodell und hat so den Markt aufgerollt. Relationenmodell und Entity-Relationship-Modell haben wir jetzt quasi so halb synonym schon benutzt, aber eigentlich übersetzt man das eine in das andere. Wenn Sie sich erinnern, konzeptuelle Sicht eher ER-Modell, Entity-Relationship-Modell und dann die logische Sicht eher Relationenmodell. Also die haben was miteinander zu tun, kann man gut ineinander übersetzen normalerweise. Und das Datenbankmodell ist einfach ein Datenmodell für Datenbanksysteme. Also wenn man an die Anwendung Datenbanksystem denkt, ist das Datenmodell klassischerweise ein Datenbankmodell. Was ist ein Datenbankmodell? Das ist jetzt eine Definition aus dem Heuer-Sacke-Buch. Die sagen, es ist ein System von Konzepten, mit denen ich Datenbanken beschreiben kann. Okay, hätte man jetzt wahrscheinlich jetzt nicht viel anders erwartet.
Und es gibt in dem Modell Festlegungen von Syntax und Semantik. Also was darf ich wie zusammensetzen? Syntax. Und was soll es bedeuten, um Datenbankbeschreibungen durchzuführen? Eine konkrete Datenbankbeschreibung nenne ich dann Datenbankschema. Ich versuche mich in der Vorlesung halbwegs dran zu halten. Wenn man das mal gegenüberstellt und sagt, okay, Programmiersprachen kennen wahrscheinlich die meisten schon, Datenbanken kommt jetzt neu dazu. Also in einer Datenbank würde man Datenbankmodell sagen und meint damit sowas wie Relationen, Attribute. In einem Programmiersprachen wäre das Analogon, das Typsystem, dass man sagt, es gibt sowas wie Klassen und Datentypen wie Int oder Strings oder sowas. In einer Datenbank würde man von einem Datenbankschema sprechen, also zum Beispiel das Schema zu einer Relation Kunde, da stecken halt Kundennummer, Namen, Adresse und so weiter drin. In einer Programmiersprache wäre es eine Deklaration, dass man halt sagt, okay, es gibt sowas wie eine Klasse Kunde und die hat Parameter oder Attribute, würde man wahrscheinlich auch schon Attribut dazu sagen, Kundennummer und Name, relativ analog. In der Datenbank selbst würde man dann davon ausgehen, dass man so Tupel hat, also konkrete Kundennummer 2305 und konkreten Namen, Meier, sorry. Das sind die Sachen, die man in einer Programmiersprache dann als Werte ansehen würde. Oder ein Datenbankmanagementsystem, das Analogon beim Programmieren wäre die Entwicklungs- und Laufzeitumgebung. Also das System, wo dann tatsächlich die Programme drin laufen. Und das Datenbanksystem, hat man ja letzte Woche gesagt, ist quasi die Kopplung von der Datenbank selbst, der Datenbasis, also den konkreten Instanzen, und dem Managementsystem, was quasi die Softwareschicht ist, um überhaupt mit den Daten zu arbeiten. Das ist dann im Prinzip eine relativ freie Analogie zu dem Programm, was dann irgendwann läuft. Das, was man in Code umgesetzt hat und irgendwann laufen lässt, das ist dann eigentlich das, was tatsächlich die Analogie zum Datenbanksystem tatsächlich herstellt. Jetzt sind wir immer noch in dem Bereich, über Datenbankmodelle zu sprechen. Ich hatte schon gesagt, es gibt eine ganze Menge. Kann man so in so einem Pseudodiagramm vielleicht so ein bisschen darstellen, dass man fragt, wie implementierungsnah ist es und wann ist es entwickelt worden. Ganz am Anfang gab es das hierarchische Modell, dann kam das Netzwerkmodell daraus. Das war so die Zeit, als Bachmann so in dem Datenbankbereich gearbeitet hat und dann auch den Turing Award dann dafür bekommen hat. Das war relativ implementierungsnah und so ab den Mitte der 70er gab es dann so die Idee, über relationale Datenbanken nachzudenken. Das relationale Modell kam und das Entity-Relationship-Modell kam. Die sind aber eher abstrakt, also im Sinne von semantisch reich, wohingegen das hierarchische und das Netzwerkmodell sehr, sehr implementierungsnah waren. Daraus haben sich dann andere entwickelt, NF2, also Non-First-Normal-Form, kommen wir später in der Vorlesung nochmal dazu, was das konkret bedeutet, hat sich aus dem relationalen Modell entwickelt, hat noch viel damit zu tun, ER-Modelle sind ein bisschen erweitert worden und so weiter und so fort. Am Ende gibt es irgendwie objektrelationale Datenbankmodelle oder Datenmodelle. Ja, ist irgendwie alles im Fluss, es hört jetzt hier im Jahr 2000 auf, gab nicht so viele dramatische Entwicklungen danach, ist jetzt vielleicht auch nicht so überraschend, dass mit der objektorientierten Programmierung sich auch objektorientierte Datenmodelle dann entwickelt haben. Wir sind aber in der Vorlesung hier immer noch Stand Mitte der 70er. Das ist jetzt, okay, ein bisschen alt, aber es ist halt tatsächlich noch so, wie in vielen Firmen Datenbanken gedacht werden. Deswegen ist jetzt alt nicht unbedingt schlecht. Es gibt halt noch nicht sehr, sehr viele Sachen, die objektrelational umgesetzt werden. Ein Datenbankschema als Begriff selbst ist dann quasi für eine Datenbank Definition von den statischen Eigenschaften, also was für Objekte gibt es drin, was sind vielleicht Basisdatentypen, also sowas wie Ints oder Strings, oder vielleicht braucht man in Datenbanken häufig sowas wie ein Datum als zusammengesetzten Typ. Man braucht Beziehungen zwischen den Objekten, also irgendwie Studierende hören Vorlesungen und Vorlesungen werden von Mitarbeitenden der Universität oder sowas veranstaltet. Man braucht Attribute, sowas wie Matrikelnummern beispielsweise. Vielleicht gibt es Attribute für Objekte, aber eben auch für Beziehungen. Zum wievielten Mal hört man die Vorlesung beispielsweise oder so. Es gibt bestimmt auch dynamische Eigenschaften. Man möchte die Daten irgendwie verändern können, manipulieren können, Operationen durchführen. Vielleicht gibt es eine Abfolge von Operationen. Hatten wir vorhin mal so ein bisschen drüber gesprochen bei der Optimierung. Also das sind so dynamische Eigenschaften, dass ich frage, wie rum ist es denn besser? Was geht schneller? Und es gibt diese Integritätsbedingungen, von letzter Woche hatten wir die schon mal gesehen. Also im Prinzip fragt man da, wann ist eine Datenbank in Ordnung? Also Integrität als so ein Ding für funktioniert, ist in Ordnung oder so. Da kann es welche für Objekte geben und es kann welche für Operationen geben. An der Stelle Schluss für heute. Nächste Woche
unterhalten wir uns dann noch ein bisschen weiter über Datenbankmodelle und über den Rest beim Entwurf mit ER-Modellen. Bis dahin. Letzte Woche haben wir ungefähr an der Stelle hier, glaube ich, aufgehört, dass wir uns darüber unterhalten haben, was eigentlich Datenbankmodelle sind. Wir sind also noch im Bereich der Modellierung. Wir wollen Ausschnitte der realen Welt in eine Datenbank bringen. Üblicherweise sind die Ausschnitte durch einen Kunden oder irgendjemanden gegeben, der Ihnen eine Übungsaufgabe stellt oder so. Oder eine Klausuraufgabe, soll es auch schon gegeben haben. Und dann ist die Frage, wie kommt man denn jetzt von diesem beschriebenen Zusammenhängen, die da jemand benennt, mal mehr, mal weniger gut, zu einem guten Modell für die Datenbank. Also welche Teile der realen Welt sollte man denn jetzt eigentlich in die Datenbank bringen? Wie sollte man die benennen? Und gibt es dann vielleicht noch irgendwelche Eigenschaften, die man sicherstellen möchte? Wir hatten uns ja darüber unterhalten, bei diesem kurzen historischen Rückblick, dass es manchmal ganz nett sein kann, beispielsweise Redundanzen aus den Daten zu entfernen, sodass Änderungen an der einen Stelle nicht auch Änderungen an der anderen Stelle nach sich ziehen müssen. Dann hatten wir letzte Woche damit aufgehört, dass wir gesagt haben, ein Datenbankschema ist im Prinzip eine Zusammensetzung aus verschiedenen Sachen. Also ein Schema soll das sein, was beim Modellierungsprozess dann rauskommt. Wir hatten gesagt, es muss statische Eigenschaften geben, also irgendwie Objekte, über die man was in der Datenbank ableben möchte und Beziehungen zwischen den Objekten. Statisch in dem Sinne, Beziehungen können sich natürlich irgendwie ändern, aber sie sind für eine gewisse Zeit zumindest da. Und die gewisse Zeit soll jetzt nicht nur Sekundenbruchteile normalerweise sein, sondern irgendwie ein bisschen was Längeres. Und außerdem haben Objekte und Beziehungen zwischen den Objekten gegebenenfalls Attribute, also irgendwelche Eigenschaften. Außerdem gibt es noch dynamische Eigenschaften, also man möchte irgendwie Operationen auf den Daten durchführen können, klassischerweise im Datenbankkontext abfragen, aber gegebenenfalls auch mal irgendwas ändern. Also vielleicht ändert sich mal irgendwie der Preis von irgendwas, was in der Datenbank abgelegt wird. Der ist dann eine Weile wieder statisch, aber gegebenenfalls kann er sich dann 3 Tage später wieder ändern. Nur halt in diesem Zwischenteil ist es eine statische Eigenschaft und ansonsten in dem Moment, wo man es ändern will, soll es eine dynamische Eigenschaft sein. Außerdem möchte man vielleicht schon im Schema irgendwie festlegen können, dass bestimmte Operationen, bestimmte andere Operationen nach sich ziehen. Also beispielsweise, wenn ich einen Preis von einem Ding ändere, dann muss ich vielleicht auch Preise von anderen Objekten, die ich noch habe, analog ändern, weil das ein Teil davon ist. Also wenn ich zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ein Auto verkaufen will, der Blinker ist 10 Cent teurer, dann muss ich drüber nachdenken, ob ich nicht den Blinker auch wieder beim Autopreis mit einpreise. Und es gibt als dritten Teil, hatten wir immer noch gesagt, Integritätsbedingungen. Nochmal als Erinnerung, Integrität, das klingt erstmal so ein bisschen sperrig, aber im Prinzip sagt das nur, was für Eigenschaften müssen erfüllt sein, damit etwas okay ist, in Ordnung ist. Also kann Integritätsbedingungen bei Objekten geben, beispielsweise Dinge sollten mindestens 10 Euro kosten oder so, die ich in meinem Repository, in meiner Datenbank pflege, dann muss ich sicherstellen, dass kein neues Objekt, was ich verkaufen will, reingepflegt wird, was weniger als 10 Euro kostet oder so. Oder eben auch Integritätsbedingungen bei Operationen, sodass ich sage, Preise erhöhen sich nur, beispielsweise, wenn ich jetzt irgendwie wieder zu verkaufende Dinge in meiner Datenbank ablege. Ich will nie Preise aus Versehen mal niedriger ansetzen. Das wären Integritätsbedingungen, die ich dann vielleicht im Schema irgendwie ablegen möchte, sodass jemand, der dann die Datenbank tatsächlich implementiert, weiß, was ich eigentlich genau wollte und die dann auch alle berücksichtigen kann. Beispiele hatten wir uns in der letzten Woche noch angeschaut und ungefähr an der Stelle dann aufgehört, weil die Zeit zu knapp war und dann steigen wir hier wieder ein und werden uns heute dann tatsächlich mit einem sehr mächtigen Modellierungswerkzeug beschäftigen, was es im Bereich der Datenbank gibt und was relativ sehr weit verbreitet ist. Wenn man so ein Datenbankschema aber hat, muss man davon nochmal trennen, was eigentlich der Zustand der Datenbank ist. Also ein Datenbankschema sagt erstmal nur, wenn man wieder im relationalen Denk ist, was für Tabellen wird es denn geben und wie heißen die Spalten da drin? Wie heißen die Tabellen? Also das legt im Prinzip das Schema fest und noch wahrscheinlich so ein bisschen was wie, wenn ich in so eine Tabellenzelle dann was eintrage, was soll denn da für ein Wert stehen? Also soll da zum Beispiel eine Zeichenkette stehen oder muss da eine Zahl unbedingt stehen? Sowas. Das lege ich im Datenbankschema fest, der konkrete Zustand der Datenbank, wenn dann tatsächlich Dinge in der Datenbank liegen, ist aber was anderes. Hier in dem Fall sieht man so ein bisschen über die Zeit, die geht von oben nach unten, ändert sich der Zustand der Datenbank. Das ist die Relation Buch, die wir uns schon mal angeschaut haben. Ja, am Anfang sind da einfach nur 2 Bücher drin.
Und wahrscheinlich gibt es sowas wie im Datenbankschema der Titel, also sowas, was hier steht, das soll ein String sein, also eine Zeichenkette. Eine ISBN ist irgendwie eine Zeichenkette, die relativ festgelegt ist, je nachdem, nach welchem Schema man sie aufbaut, 13 oder 14 Stellen oder so. Man kann sie der Lesbarkeit halber mit Bindestrichen trennen, aber im Prinzip ist eine ISBN ein String mit gewissen Eigenschaften, nämlich dass da eigentlich nur Ziffern drinstehen, Autoren sind wieder irgendwelche Zeichenketten und eine Inventarnummer ist vielleicht irgendein Integer-Wert oder so. In Zustand 0 habe ich also zwei Bücher in meiner Buchrelation. Zustand 1, da ist jetzt nicht angegeben, wie viel Zeit vergangen ist. Einfach irgendwie Zustand 1 folgt auf Zustand 0. Also wird einfach hochgezählt. Es ist jetzt egal, wie viel Zeit vergangen ist. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass sich da was geändert hat. Wer hat scharfe Augen? Was hat sich geändert? Ja? Die Inventarnummer? Okay, die Glücksformel ist jetzt plötzlich von 2305 auf 4711 gewechselt. Warum auch immer. Ja, also das ist jetzt, die Semantik ist erstmal wurscht. Irgendjemand hat halt entschieden, dass bei dem Buch die Nummer eine andere sein soll. Okay, und jetzt optisch leichter zu erfassen, in Zustand 2 hat sich zu Zustand 1 was geändert? Muss man vielleicht nicht so scharf hinschauen? Na, sind zu einfach, ne? Ja? Genau, also ein neues Buch, Heuristics, sehr gutes Buch von Judea Pearl, also wer das mal lesen will, schon alt, aber immer noch gut. Neues Buch dazugekommen, das gab es vorher nicht. Man könnte auch wieder irgendwie eins löschen. Also man könnte irgendwann wieder ein Buch löschen. Aber so dieser Prozessverlauf, das ist was anderes als das Datenbankschema, sondern das ist einfach der Zustand. Der ist dynamisch, je nachdem, was auf der Datenbank passiert, ändert er sich ab und an mal. Das muss jetzt nicht in festgelegten Zeiteinheiten passieren, sondern immer in dem Moment, wo jemand an der Datenbank was macht. Diesen Prozess, den können wir damit beschreiben, dass man einfach zu jedem Zeitpunkt aufschreibt oder zu jedem Zeitpunkt wahrscheinlich nur, wo sich was verändert, wie ist denn der Zustand gerade? Also wie sieht die Relation aus oder wenn es eine komplexere Datenbank ist, wie sehen denn die Inhalte der einzelnen Relationen aus? Aber Zustand klar zu trennen vom Schema. Schema legt nur fest, was wo stehen darf und wie die Dinge heißen. Zustand ist dann eine konkrete Instanzierung, also da stehen dann tatsächliche Bücher in der Buchtabelle drin. Datenbankschema hat man beim letzten Mal im Prinzip beim Modellieren motiviert, ändert sich eigentlich nicht so oft. Also wenn man klassisch nach Wasserfall vorgeht, ist man sich bewusst, dass man im eigentlichen ersten Prozessschritt, wo man das Modell bildet, was falsch gemacht hat und dann 10 Jahre später merkt, dass es eigentlich totaler Schrott war, dass es sehr teuer werden kann, eine über 10 Jahre gepflegte Datenbank dann plötzlich mal in ein anderes Schema zu ändern. Also das Schema ist relativ stabil. Kann vielleicht mal irgendwie eine Spalte dazukommen oder so, aber man würde wahrscheinlich selten Spalten auseinandernehmen wollen oder irgendwie noch Integritätsbedingungen festlegen, die dazu führen, dass viele Inhalte, die ich in der Datenbank eigentlich liegen habe, dann nicht mehr gültig sind. Aber der Datenbankzustand, der ist sehr dynamisch. Es kommt darauf an, wie viele Leute drauf arbeiten und was es für ein konkretes Zeug ist, was in der Datenbank ist, aber es kann sich eben sehr schnell ändern. Wenn man an sowas denkt wie so ein Hotelreservierungsportal, was wir vor 2 Wochen dann mal als Beispiel hatten, ja, da buchen vielleicht pro Minute 1000 Leute irgendwie was, da ändert sich also 1000 Mal pro Minute irgendwie der Datenbankinhalt, der sagt, wer hat wann was gebucht. Ansonsten dieser kontinuierlich laufende Prozess, wenn ich den abrollen würde, dann könnte ich sagen, okay, eigentlich kann ich so eine Datenbank damit beschreiben, dass ich sage, wie sieht das Schema aus und wie sieht die über diese Prozesskette laufende Veränderung aus. Also wenn ich den ersten Zustand kenne und dann alle Veränderungen bemerke, dann kann ich immer zum aktuellen Zustand kommen. Je nachdem, wie lange ich den beobachten will, den Zustand, kann das natürlich ziemlich viel Daten sein, sodass es sich irgendwie dann eingebürgert hat, nur bestimmte Punkte in dieser Zustandsfolge mal abzuspeichern, als sozusagen Sicherheitskopie und zu sagen, alles, was zwischen den Punkten passiert, das schreibe ich mir in den Log, sodass ich gegebenenfalls irgendwas rückgängig machen kann oder wieder vorlaufen lassen kann. Aber zu so einem Zeitpunkt, wo ich quasi so einen Snapshot ziehe, da möchte ich eigentlich ziemlich sicher sein, dass der Zustand gerade integer ist. Also dafür auch diese ganzen Integritätsbedingungen, die dann erhalten sein sollen.